Hey Freunde, schön, dass ihr da seid bei diesem Video. Heute geht's um was ganz Edles, wie ihr seht, Patek Philippe. Feinste Ware heute, die 5712 in Roségold. Das ist wirklich was richtig Schönes. Ich bin heute bei Swiss Tradition in Marbella und ich werde das mal unten verlinken. Wer Interesse hat an diesem schönen Stück, kann dann gerne zuschlagen. So, und jetzt zeige ich euch mal die tolle Uhr. So Freunde, guckt euch mal diese wunderschönen Uhren. Ist das nicht eine absolute Schönheit? Boah, die Uhr ist der Hammer. Also ich bin hin und weg. Das ist echt mega, dieses Teil. Diese Uhr wurde 1976 designt von dem Uhrendesigner Gérald Genta, der auch von Audemars Piguet die Royal Oak zum Beispiel und noch viele, viele mehr von Cartier, eine Pascherer von Omega, der hat IWC, der hat ganz viele Uhren designt. Der ist sehr, sehr bekannt. Ja, wurde 76 designt und ist quasi die perfekte Verkörperung sportlicher Eleganz. So ein paar Fakten zu der Uhr. Die Maße sind 40 mm Durchmesser, 8,52 mm Bauhöhe, was ich super flach finde für so ein Hammeruhrwerk. Die Uhr hat ein Material aus Roségold, was natürlich ein bisschen weicher ist vom Zerkratzen her, aber dadurch, dass sie ein Lederband hat, macht das wieder alles gut und man kann die wirklich tragen. Tragekomfort, sehr, sehr gut. Ich dachte mal, mit Lederband trägt die sie nicht gut. Das ist die erste, die ich mit Lederband um hatte. Ich hatte schon mal eine Stahl-Patek. Aber diese mit Lederband, muss ich sagen, ich habe immer gedacht, die trägt sich nicht gut. Trägt sie aber wirklich super, muss ich sagen. Die hat eine doppelte Faltschließe aus Rotgold, so eine Butterfly-Faltschließe. Und wenn die passend eingestellt ist, dann trägt sich diese Uhr wirklich super. Jedenfalls an meinem Handgelenk, muss ich dazu sagen. Das weiß man ja mal nicht. Beim anderen Handgelenk kann es schon wieder anders aussehen. Aber anders als erwartet finde ich persönlich dieses Lederband sehr, sehr gut mit der Schließe. Macht richtig was her und sitzt sehr bequem. Das Zifferblatt dieser Uhr ist schwarz-braun mit aufgesetzten Goldindexe mit Leuchtbeschichtung. Das Uhrwerk ist ein Automatikwerk. Das hört auf den Namen 240 PS IRM CLU. Nicht gerade leicht, aber so heißt es halt. Ne? Hat eine Gangreserve von 38 bis maximal 48 Stunden und hat auch eine Gangreservenanzeige auf dem Zifferblatt, was ich sehr, sehr geil finde. Das Zifferblatt sieht super interessant aus, so wie das gestaltet ist. Hat 21.600 Schwingungen. Und ist ein Automatikwerk. Funktion. Gangreservenanzeige, Datumsanzeige, zentrale kleine Sekundenanzeige und eine Mondphase, was ich super spannend finde. Ich finde Mondphase irgendwie total geil und macht auf dem Zifferblatt immer total was her. Ich finde es echt super interessant, optisch auch. Und ja, auch so, ich finde Mondphase einfach gut. Verarbeitung und Qualität der Uhr. Absolute Spitzenklasse, ganz oben angesiedelt. Also, ich habe nichts gefunden, was da nicht gut dran sein sollte. Die ist super verarbeitet und wie gesagt, alles, was ich sehe, gefällt mir außerordentlich gut. Alltagstauglichkeit und Kratzempfindlichkeit hatte ich schon gesagt. Wäre sie mit rotgoldenen Armband, dann würde sie natürlich viel, viel schneller zerkratzen. Aber dieses Armband aus Leder macht da wieder einiges her, dass er nicht so schnell zerkratzt. Also finde ich gut. In dieser Kombination finde ich sie wirklich besser als gedacht. Früher von der Optik habe ich gedacht, nee, ich würde es lieber weiter mit dem goldenen Band nehmen. Aber ich glaube, das ist eine echte Alternative. Wenn man die mal umhatte und sie sitzt so wie an meinem Handgelenk, dann kann man sich darin ganz schnell verlieben. Verfügbarkeit, Wertstabilität und Preis-Leistung. Also Verfügbarkeit habe ich drei Sachen zu sagen. Ha, ha, ha. Ist natürlich nicht verfügbar für uns Normalsterbliche. Du musst bei Patek oder bei deinem Konzi, das heißt Patek macht ja nur noch Boutiquen, ne? Also du musst schon ein Stammkunde sein, damit du so eine Uhr kriegen kannst, kaufen darfst. Solltest du mal in das Vergnügen kommen, die kaufen zu dürfen, dann kauf sie, weil es ist der absolute Wahnsinn. Wertstabilität ist nicht gegeben, die explodiert. Die Uhr hat ein Preis-Leistungs-Verhältnis, was finde ich, wenn man so zum Listenpreis kauft, für 48.000 Euro kostet sie gerade, dann passt die Preis-Leistung. Ich finde es gut vom Preis 48.000. Ja, und dann kommen wir mal zur Preisentwicklung. Ne? Ich habe mal gescheckt wieder, habe da was vorbereitet. Die Graumarktpreise. Also, es ist eine drin hier zum Beispiel für 159.000 Euro. Das ist ja schon eine spannende Geschichte. Ist aber keine ganz neue natürlich. Das war, glaube ich, 2020. Dann ist eine drin für 165.000.
ist schon ein bisschen mehr. Und dann ist einer drin, das ist die Krönung für 226.000. Ob der das natürlich kriegt, das weiß ich nicht. Das werden wir auch nie erfahren. Aber diese Preisrange von, sagen wir, 160 bis über 220.000, das ist ja schon mal Wahnsinn. Und wenn ich mir überlege, man kauft jetzt für 48.000 Euro, ja, und dann geht man raus und hat irgendwie mindestens 100.000 Gewinn, also hat er über 150.000 Euro am Abend, da hat man ja quasi eine schöne Eigentumswohnung am Flügel. Das ist ja, also ist ja Wahnsinn. Ist ja echt unglaublich. Also das heißt, kaufen, 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 wenn man sie denn kriegt. Ich bin wieder zu Hause, Freunde. Back at home. Wenn euch diese Patek Philippe gefallen hat, schreibt das mal in die Kommentare. Und wenn nicht, dann auch. Generell, wie findet ihr Patek? Wie findet ihr dieses Modell? Und vor allem, wie findet ihr diese Preisrange, die ich euch gesagt habe? Das ist ja auch mal interessant, ne? Wenn sich jemand diese schöne Patek zum Sommer vielleicht gönnen möchte, ich werde in die Beschreibung mal die Kontaktdaten schreiben, dann könnt ihr euch daran vertrauensvoll wenden. Und ich wollte dazu mal sagen, das ist keine bezahlte Werbung hier, ne? Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Ihr könnt gerne die Glocke drücken, dann verpasst ihr nichts mehr. Und wenn ihr es gut findet, abonniert den Kanal. Das war's für heute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.